Hallo und Servus bei Geschichte Tag für Tag. Heute am 19. März. So, und was haben wir denn heute alles? Im Jahre 1452 wird in Rom der letzte Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Und zwar handelt es sich dabei um Friedrich den III. Im Jahre 1799 wird in der Schweiz der Franken als Währung eingeführt. Damit bekommt die Schweiz eine landesübergreifende Gesamtwährung. Im Jahre 1808 tritt der damalige spanische König Karl IV. Zugunsten seines Sohnes Ferdinand VII. Ab. Ferdinand VII. Ist antifranzösisch eingestellt. Er kann sich allerdings nicht sehr lange auf dem Thron halten, da Napoleon das nicht passt, dass er eben antifranzösisch eingestellt ist. Napoleon schickt Truppen, nimmt Spanien praktisch ein und setzt Napoleons Bruder Joseph als spanischen König ein und später dann wieder Karl IV., der vorher abgedankt hat. Während des Wiener Kongresses im Jahre 1815 entsteht das Amt des Botschafters. Der Botschafter ist ab diesem Tag der ranghöchste Diplomat. 1848 ist die Revolution im Deutschen Reich in vollem Gange. Während dieser Revolution kommt es am heutigen Tage eben im Jahre 1848 in Berlin zum sogenannten Barrikadenaufstand, bei dem es über 100 Tote gibt. Erst auf Befehl Kaiser Wilhelms IV., der seine Truppen abziehen lässt, kehrt wieder Frieden ein. Am 19. März im Jahre 1911 findet der erste internationale Frauentag statt. Über 1 Million Frauen und Männer gehen auf die Straße und demonstrieren für Gleichberechtigung, Demokratie und Frieden. Ganz kurz noch gesagt, 1918 bekommen die Frauen im Deutschen Reich das Wahlrecht und 1948 wird die Gleichberechtigung im Grundgesetz festgeschrieben. Mit den Worten: Wenn der Krieg verloren ist, dann hat auch das deutsche Volk verloren, ordnet im Jahre 1945 Adolf Hitler den sogenannten Nero-Befehl an. Dabei geht es um die vollständige Zerstörung von Sachwerten und Industrieanlagen. Nur dem Reichsarchitekten Albert Speer und ein paar Generälen ist es zu verdanken, dass dieser Befehl nie richtig ausgeführt wurde und das half natürlich nach dem Krieg der deutschen Nation wieder sehr auf die Füße zu kommen. Im Jahre 1950 kommt es während des Friedenskomitees-Treffens in Stockholm zum Stockholmer Appell, das die Ächtung der Atombombe bedeutet. So, und das war's dann auch schon wieder von mir. Ich sage Servus und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.